Diesen Donnerstag zu Gast bei Aktienlust Live, die Börsenshow, kein geringerer als Professor Dr. Max Otte. Er ist Unternehmer, Publizist und Bestsellerautor. Die Zeit nannte ihn einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Professor Otte war in fast allen großen Talkshows präsent und nun dürfen wir ihn im Fuchsbau bei Aktienlust Live, die Börsenshow, begrüßen. Und natürlich das große Aktienlust-Börsenspiel. Schalten Sie ein und erfahren Sie die Top-Aktien von Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf, der erfolgreichen Bild-Kolumnistin Katja Eckert, die Finanzdiva und ihr Financial-Top-Assistent Jens Will und natürlich die Chefredakteure von Börse Online, Jens Kastner und Lars Winter. Alles live, alles echt. Also, dabei sein lohnt sich. Diesen Donnerstag, 19 Uhr, live auf YouTube. Link zur Sendung unter dem Video. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Sie haben es eben im Einspieler gesehen. Heute Abend ist wieder Showtime und heute Abend haben wir einen interessanten Gast wieder in der Sendung, nämlich Professor Max Otte. Und mit ihm werden wir natürlich vor allen Dingen über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sprechen. Er stellt die Frage natürlich, die Corona-Pandemie hat schlimmere Auswirkungen als die Finanzkrise. Was folgt daraus? Inflation, ein Crash. Er hat auf jeden Fall 5 Tipps parat, wie Anleger sich vor Kapital, vor Vermögensverlusten schützen können, um durch die seiner Meinung nach kommende Krise zu kommen. Da sind wir natürlich gespannt darauf. Vor allen Dingen werden wir natürlich mal über das Thema sprechen. Wie stellt er sich vor, der Finanzprofessor, wie irgendwann, wenn die Pandemie mal vorbei ist und die Regierungen und Notenbanken ihre geldpolitischen Stimulis dann irgendwie zurückfahren, wie wird man dann mit den gigantischen Schuldenbergen verfahren? Wer bezahlt die Rechnung? Hat er eine Idee, wie das mal aussehen kann? Wird das Geld genommen und in irgendwelche Atommüllendlager entsorgt? Oder was kann da auch auf uns alle zukommen? Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt darauf. Natürlich dann auch unser Börsenspiel. Die ersten Depotänderungen oder die erste Depotänderung, die ist schon eingetrudelt, die es heute geben wird. Also auch heute gibt es wieder zumindest eine Depotänderung. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall bleibt natürlich auch das Börsenspiel sehr, sehr spannend. Ja, was gibt es sonst noch? Wir werden natürlich auch über die aktuelle Marktlage sprechen, Mick und ich, zu Beginn der Sendung, weil natürlich, es bleibt ja alles irgendwie sehr, sehr schwammig aktuell. Gestern wieder die Technologiebörse Nasdaq nach anfänglichen Gewinns auf Tagestief geendet, obwohl sich die Standardwerte eigentlich ganz gut geschlagen haben, obwohl eigentlich auch die US-Rendite rückläufig war. Zuvor hat man ja die Schwäche der Techs damit begründet, dass die US-Rendite anzieht. Also offensichtlich ist da doch noch etwas Korrekturpotenzial. Da auch nochmal der Hinweis auf unsere Abstauberliste. Gestern hatte ich ja schon einige Titel hier genannt, wo diese tieferen Limits gegriffen haben. Vor allen Dingen bei China-Aktien, die standen zuletzt besonders unter Abgabedruck. Das hat natürlich mehrere Gründe. Einmal die Regulierungen in China selbst, aber natürlich auch die neuen Spannungen zwischen der EU und China und den USA und China. Also da bleibt es spannend, aber da gibt es natürlich aus unserer Sicht aktuell auch schon erste gute Chancen. Und da hat es sich auch ausgezahlt, ein bisschen geduldig zu bleiben. Weil natürlich auch, als wir die Abstauberliste ins Leben gerufen haben, da waren ja Kurse schon vermeintlich tiefer, also unter den Höchstständen. Aber es hat schon nochmal einen ordentlichen Satz nach unten gegeben. Und da sind wir dann auch irgendwo in einem Bereich, wo man dann allmählich auch wieder mal loslegen kann. Klar, wir haben die Kristallkugel nicht und klar, wenn der Markt, das haben wir ja beschrieben, der Nasdaq 100 auch nochmal unter 12.700 fällt, da könnte sich der Druck auch nochmal erhöhen auf die Anleger. Kleiner Vorgriff auf die Sendung, der Fear and Greed Index ist auf 40% gefallen. Also das ist ja aus Börsensicht eher positiv, dass die Angst der Anleger zunimmt. Dann weckt unsere Bereitschaft oder werden unsere Sinne geschärft,
schon mal in Lauerstellung zu gehen. Aber so richtige Kapitulation der Anleger, das machen wir natürlich erst tiefer fest bei Werten von 20% und tiefer. Das sind wir noch nicht. Aber auf alle Fälle wird es wieder interessanter, da zu schauen, was da machbar ist. Und ich persönlich überlege selbst, heute auch schon erste Zukäufe wieder zu tätigen. Also in diesem Sinne, es ist viel Stoff für heute, für die Sendung gegeben. 19 Uhr hier natürlich auf YouTube, hier auf unserem Kanal live aus dem Fuchsbau. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, denn das verspricht wirklich wieder viel, viel Spannung.